Updates, News, Interviews, E-Sport, Community. Willkommen bei Nexus Weekly, deinem Wochenrückblick für Heroes of the Storm. Hallo und willkommen zurück bei Nexus Weekly. Nach einer Woche krankheitsbedingter Pause schmeiße ich euch nun wieder ein paar News um die Ohren. Ihr mögt Magie und wolltet schon immer wissen, wie ihr mit der höchst talentierten Jaina die Feuer der Hölle zum Gefrieren bringt? Dann können wir Abhilfe schaffen. Wer ist Jaina, was kann sie und was macht sie? All das erfahrt ihr im Jaina Guide. Der Blizzard Fan Contest ging zu Ende und die drei Gewinner wurden bekannt gegeben. Der erste Platz ging dabei an Templier Painter. Kosinski konnte sich den zweiten Platz ergattern und Samarski durfte sich über Platz 3 freuen. Das alte Knochengerüst ist ja nun schon eine Weile spielbar. Wenn auch ihr wissen wollt, wie ihr Leoric richtig skillen könnt, sollte der Leoric Guide genau das Richtige für euch sein. Mit Hilfe von Blizzard wurde ein neues Turnier gestartet. Die erste Qualifikationsrunde der Europe Open wurde vom 25. bis zum 26.07. abgehalten. Die dazugehörigen Finals fanden vom 1. bis zum 2. August statt. Wenn ihr ein Team habt und mitmachen möchtet, dann habt ihr in der zweiten Qualifikationsrunde vom 15. bis zum 16. August die Chance dazu. Die Finalrunden finden dann vom 22. bis zum 23. August statt. Und auch wenn ihr diesen Termin verpasst habt, bekommt ihr vom 29. bis zum 30. August in der dritten Qualifikationsrunde noch einmal die Chance, euch an die Spitze zu kämpfen. Die dazugehörigen Finals finden dann vom 5. bis zum 6. September statt. Der Gesamtpreispool beträgt $176.000 und ihr habt sogar die Möglichkeit, euch für die European Championship zu qualifizieren. Natürlich gab es auch in dieser Woche wieder eine Heldenrotation. Diese steht mehr oder weniger im Zeichen von Warcraft. Diesmal dürft ihr eine Woche lang Malfurion, Chen, Tyrande, Illidan, Valar, Tyrael und Zagara auf den Zahn fühlen. Auch im Shop gibt es noch bis zum 4.8. vergünstigt Tassada für 3,19 Euro, den Mecha Tassada Skin für 11,99 Euro und für 2,49 Euro den Kaiju Diablo Skin zu erwerben. Mit dem Erscheinen von Leoric haben sich wohl zwei Fehler eingeschlichen, die umgehend vom Blizzard gefixt wurden. So wurde ein Fehler behoben, bei dem Zeratul mit Schattenangriff viel weiter stürmen konnte als eigentlich vorgesehen. Und der Fehler, durch den Leoric mit Sog der Verzweiflung mit dem Talent Hoffnungsbrecher von Spielern kontrollierten Drachenrittern und Gartenungeheuern mehr Schaden zufügte als vorgesehen, wurde ebenfalls behoben. Wenn ihr euch bisher immer unschlüssig wart, ob ihr Heroes of the Storm spielen wollt, gibt euch Blizzard vielleicht einen kleinen Anreiz dafür. Wer sich bis zum 4.8. dazu entscheidet, auf die Schlachtfelder zu treten, bekommt einen 7-Tage-Stimpack spendiert. Zur Vorstellung des neuen Tassadan Legendary Skin hat es sich Blizzard nicht nehmen lassen, einen kleinen Trailer anzufertigen. Ein paar Ausschnitte könnt ihr jetzt sehen. Wenn ihr das komplette Video sehen möchtet, steht für euch der Link in der Videobeschreibung. Kleine Hilfe zu Zeratul gefällig? Kein Problem, wenn ihr wissen möchtet, wie man sich am besten mit Zeratul anschleicht, dann sollte euch der Guide dabei helfen. Und damit könnt ihr euch auch für diese Woche informiert fühlen. Bis nächste Woche, haut rein! Wenn euch das Video gefallen hat und ihr Teil der stetig wachsenden Storm Kings Community werden wollt, würden wir uns über ein Like sowie ein Abo freuen. Natürlich könnt ihr uns auch gerne auf Facebook besuchen und unserer Partnerseite Game Together einen Besuch abstatten. Alle nötigen Links findet ihr in der Videobeschreibung. Bis nächste Woche!